Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir jetzt die dritte Folge unseres Beicht-ABC gemeinsam fortsetzen können. Aber es geht in dieser Serie, in dieser Folge, nicht um uns, sondern um dich. Denn die Beichte ist eine Erfahrung jedes einzelnen Menschen. Es geht nicht um irgendeine Maße, die dann gemeinsam die Beichte feiert, sondern du und Gott. Das ist auch sehr intim. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir unsere Beichtvorbereitung mit der großen Danksagung beginnen sollten. All das Gute, was Gott an uns getan in unserem Leben. Wir durften aufs Neue unsere Talente entdecken, all das, worüber uns, womit Gott uns ausgestattet hat und beschert hat. Naja, aber bei der Beichte geht es auch um unsere Schwächen, um unsere Sünden. Vielleicht fragst du dich in diesem Moment, ja, aber was soll ich denn beichten? Diese Frage beschäftigt bestimmt diejenigen von uns, die schon länger sich mit dieser Thematik nicht auseinandergesetzt haben. Wobei, wir können leider auch eine gewisse Routine erfahren bei der Beichtvorbereitung. Nach dem Motto, wie bei der Erstkommunion. Es gibt sogar einen Witz unter den Beichtvätern. Da beichtet eine ältere Dame und sie beichtet, ich bin meinen Eltern nicht gefolgt. Und der Beichtvater fragt, leben ihre Eltern noch? Nein, sie sind vor 70 Jahren verstorben. Gut, bei der Erstbeichte hat sie so gebeichtet. Und solche, manchmal komischen Situationen, passieren dann, wenn wir uns nicht weiterbilden lassen, beziehungsweise wenn wir uns auch in dieser Thematik nicht entwickeln. Und der Punkt Nummer 1, um diese Frage richtig zu beantworten, was soll ich beichten, soll ich mir wirklich Zeit schenken? Lass dir Zeit. Entschuldigung, diese kurze Vorbereitung, oft in der Bank, oft kurz vor der Beichte, 30 Sekunden, dass ich was aus dem Gotteslob gelesen habe, das ist viel zu wenig. Es geht nämlich um eine liebevolle und intensive Erfahrung mit dem barmherzigen Vater. Und wie du dich auf jedes Treffen, aber auch auf jeden Besuch vorbereitest, bereite du dich auch auf die Beichte so vor. Lass dir Zeit. Das heißt, am besten irgendwo in der Stille, nicht unbedingt in der Kirche, sondern da, wo du in sich kehren kannst. Das ist sehr wichtig. Denn in dieser Stille wirkt Gott. Und das ist der zweite Schritt. Lass Gott wirken in diesem Moment, wie er dann mit seinen Augen dich sieht, dich betrachtet, das heißt auch deine Schwächen. Denn wie oft denken wir uns, dass wir was falsch gemacht haben, dass gerade wir was in unseren Augen nicht korrekt gemacht haben. Aber wie sieht das Gott? Frage ihn. Er steht dir bei als unser Vater, als derjenige, der dir die Gnade des reinen Herzens mal wieder schenken will. Deswegen ist in dem Moment das Gebet zum Heiligen Geistes notwendig. Notwendig, damit er dann auf uns wirkt und uns begleitet in diesem Moment. Und dank seiner Gnade und seiner Hilfe kannst du deine Sünden richtig erkennen und kennenlernen. Denn oft fällt dir was plötzlich ein, woran du früher vielleicht nicht gedacht hast. Oder erkennst du diese Sache als eine neue Perspektive. Das hilft dir auch, dann wirklich ganz tief der Sache nachzugehen. Und manchmal besteht auch eine Gefahr, dass wir dies oder jenes vergessen. Das, was ich immer wieder selber praktiziere, ein Spickzettel, der sogenannte Beißzettel, der schadet wirklich nicht.
Schreibe dir auf, was dir am Herzen liegt, was du dann unter dem Einfluss des Heiligen Geistes erkannt hast. Keine Schande, mehr noch eine große Hilfe und Unterstützung. Was auch wichtig ist, gerade wenn wir manchmal die Beichten nur sporadisch praktizieren, überleg mal dir gut, was seit der letzten Beichte wirklich in deinem Leben vorgefallen ist. Denn eine gewisse Routine, nämlich wie immer dieselben Sünden, nein, das ist nämlich eine oberflächliche Vorbereitung. Da wird dein Herz nicht berührt noch verändert. Und Gott will dir ein neues Herz schenken in der Beichte. Das heißt, er macht sich zusammen mit dir auf diesen Weg, damit du da diese Stolpersteine erkennst, damit du dann auch eine gewisse Lehre daraus ziehen kannst. Und dabei ist jetzt keine Strafe verbunden, mehr noch, eine große Hilfe und Begeisterung, dass du jetzt doch was anders machen kannst, dass du jetzt was entdeckt hast, was vielleicht dich geplagt hat all die Jahre bzw. in dieser Zeit seit der letzten Beichte. Aber ist das überhaupt möglich, sich auf die Beichte gut vorzubereiten, wenn man Jahre, Jahrzehnte lang nicht mehr gebeichtet hat oder wenn man nur, wie gesagt, so routinemäßig gebeichtet hat? Ja, aber gib dir Zeit, lass dir Zeit, der Heilige Geist wird dir dabei helfen und dann öffnet sich dein Herz, damit du all das erkennen kannst, was nicht in Ordnung war. Dabei helfen uns nach wie vor die 10 Gebote. Gott hat sie uns geschenkt als unsere Wegweiser für unser ganzes Leben. Und alle Gebote sind wichtig, nicht nur ein paar. Überleg dir mal gut, wie es in deinem Leben geht, wie das Ganze funktioniert. Und erschrecke dich nicht, denn manchmal entdecken wir während der Beichtvorbereitung Sachen, die uns sogar mit Scham, aber auch mit Angst erfüllen. Keine Angst, auf dich wartet der liebende Vater, der dir mal wieder eine Zusage machen will. Ich verlasse dich nicht mit deinen Sünden, mit deinen Schwächen. Ich schenke dir einen Neuanfang, damit du wieder neu anfangen kannst in deinem Leben. Das ist eine befreiende Erfahrung und das ist auch wichtig. Manchmal denken wir uns, dass wir dann nicht alles beichten müssen. Aber glaub mir, all das, was du vor Gott irgendwie verschweigen willst, das ja, trägt mit sich leider auch Konsequenzen. Dann erfährst du nicht die wahre Ruhe, die dir Christus schenken will. Und freue dich. Denn all das, was du beichtest, das bleibt unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses. Das heißt, das bleibt nur zwischen dir und Gott. Der Beichtvater muss schweigen. Deswegen wünsche ich dir eine intensive, aber auch hoffnungsvolle Beichtvorbereitung.